Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Herzlich willkommen in Rom, herzlich willkommen in St. Peter zur Feier der Messe, zum Hochfest Peter und Paul mit Papst Franziskus. Mein Name ist Pater Bernd Hagengott und ich freue mich, Sie durch diese Messfeier begleiten zu dürfen. Ich begrüße Sie alle, die Sie uns zugeschaltet sind, über Radio Vatikan natürlich, über unseren Player, über den Stream, über das Audio. Und auch alle diejenigen, die uns über unsere Partnersender zugeschaltet sind. Radio Gloria, Bonifatius TV, Radio Horeb, Radio Maria, EWTN TV, KTV. Herzlich willkommen bei Radio Vatikan. Herzlich willkommen zur Feier der Messe. Es ist das Hochfest Peter und Paul, das der Papst traditionell unter anderem auch mit dem Anlass feiert, neuen Erzbischöfen die Pallien umzulegen, beziehungsweise diese Pallien zu segnen. Das wird heute passieren. Papst Franziskus hat gestern 5 neue Kardinäle kreiert. Die werden heute bei der Messfeier dabei sein. Auch das wird ein Element dieser Messfeier sein. Also sehr weltkirchlich heute. Peter und Paul sind die Patrone der Stadt Rom, des Erzbistums Rom, aber es hat ganz klar eine weltkirchliche Dimension. Was auch dadurch deutlich wird, wenn Sie uns zuschauen in diesem Augenblick, sehen Sie nicht nur den Papst unten am Petrus Grab beten, sondern auch Erzbischof Job von Telmessos, ein griechisch-orthodoxer. Es ist also auch ganz klar ökumenisch, wie der Papst immer einen Beauftragten zur Feier des Andreasfestes nach Konstantinopel schickt, des Patrons der orthodoxen Kirchen, schicken die orthodoxen Kirchen ihren Vertreter zur Feier von Petrus und Paulus hierher. Ich sagte es bereits, die Liturgie begann gerade eben am Grab des Apostels Petrus hier in St. Peter, unten unter dem Hauptaltar, dem Confessio-Altar. Die Messfeier wird aber gleich draußen stattfinden, auf dem Petersplatz. Das ist noch geändert worden. Etwas unangenehm, weil es sehr drückend schwül ist in Rom. Im Augenblick beten der Erzbischof und der Papst vor der Statue des Petrus. Hier beginnt mit einem Gebet die Messfeier. Hier liegen auch die Pallien aufbewahrt, die der Papst segnen wird, bevor sie dann ihren Weg finden zu den Erzbischöfen, die im vergangenen Jahr ernannt wurden von Papst Franziskus. Insgesamt 36 sind es. Früher war es ja so, bis vor wenigen Jahren, dass die alle hergekommen sind, um sich das Pallium auch umlegen zu lassen. Das hat Papst Franziskus geändert. Ein paar werden hier sein, nehme ich an. Aber der Ritus ist nicht der des Umlegens, sondern der des Segnens. Und die werden dann überreicht, entweder hier direkt oder durch den päpstlichen Nunzius im jeweiligen Land. Das Ganze ist also etwas schlichter gemacht worden und etwas ökologischer, weil nicht jeder ins Flugzeug steigen muss. Peter und Paul, wie gesagt, das sind die Patrone des Erzbistums Rom, Patrone der Stadt Rom, sind ja auch beide hier in Rom beerdigt. St. Peter und St. Paul vor den Mauern. Es sind aber auch mehr als nur Patrone der Stadt Rom. Es sind sozusagen die Pfeiler der Weltkirche. Petrus ist derjenige, der immer als erstes genannt wird in allen Apostelverzeichnissen. Für die Schreiber der Evangelien war also völlig klar, das ist derjenige, welcher der Erste. Es ist derjenige, auf den Jesus seine Kirche aufbauen wollte. Deswegen auch der Name Petrus, Fels. Und Paulus, der Einzige, der als Apostel bezeichnet wird, der Jesus lebend selber nie gesehen hat, sondern nur den Auferstandenen. Und der ihn in die Welt getragen hat, über die jüdische Kultur hinaus, in die Welt Roms, in die Welt des Mittelmeeres, der ihn übersetzt hat in andere Kulturen, der erste große Missionar, der Verkünder.
Und obwohl auch Petrus, und das ist historisch ziemlich verbürgt, in Rom gestorben und beerdigt ist, gilt doch Paulus, der Völkerapostel, als derjenige, der den Glauben verbreitet hat. Wenn Sie uns zuschauen, sehen Sie ungewöhnliche Bilder in diesem Augenblick, weil in den ersten Reihen über den Häuptern der konzelebrierenden Kardinäle und Bischöfe weiße Zeltdächer errichtet sind. Wenn Sie den Blick gen Himmel richten könnten, da ballen sich gerade ein paar Wolken, wir befürchten Regen. Hier in Rom ist es sehr schwül, hatte ich schon gesagt. Hoffen wir, dass es Papstwetter bleibt, hoffen wir, dass es sonnig bleibt, beziehungsweise trocken, sodass die Feier hier auf dem Petersplatz ohne Probleme für die Feiernden ablaufen kann. Hier nutze noch einmal die Gelegenheit, all diejenigen zu begrüßen, die uns gerade erst zugeschaltet haben. Radio Vatikan überträgt die Messfeier zum Hochfest Peter und Paul vom Petersplatz mit Papst Franziskus. Eine Messfeier, bei der Papst Franziskus die Pallien für die Erzbischöfe segnen wird und bei der auch die gestern erhobenen Kardinäle das erste Mal als Kardinäle mit dem Papst konzelebrieren. Papst Franziskus ist mittlerweile auf dem Sagrato, auf dem Platz, auf dem erhobenen Ort, auf dem Petersplatz angekommen, wo der Altar steht, und begibt sich jetzt zum Altar, um eben diesen zu segnen, zu verehren mit Weihrauch, wie das zu Beginn der Messe üblich ist. Bevor Papst Franziskus die Messfeier gleich beginnt, vielleicht noch ganz kurz zum Ablauf. Es gibt einen kleinen Ritus zu Beginn, nach der Eröffnung der Messe, noch vor dem Kyrie. Das wird die Segnung der Pallien sein. Die Pallien, das sind die Wollschals, die von denen Papst Franziskus selber im Augenblick auch einen umhat, der als einziger. Es ist das Zeichen der erzbischöflichen Würde und Autorität in der Kirche, gleichzeitig auch das Zeichen der Verbundenheit einer Kirchenprovinz mit der gesamten römisch-katholischen Kirche. Diese weißen Zeichen mit den schwarzen Kreuzen werden von Erzbischöfen in ihrer eigenen Kirchenprovinz getragen. Nur wenige haben das Recht, es auch außerhalb zu tragen, und zu denen gehört natürlich Papst Franziskus, der sein Pallium immer trägt, wenn er Messe feiert, auch bei Reisen, auch wenn er unterwegs ist. Diese Segnung der Pallien wird also als erste stattfinden, bevor dann die eigentliche Messfeier mit dem Kyrie beginnen wird. Papst Franziskus begibt sich in diesem Augenblick auf seinen Platz vor der Fassade von St. Peter, hinter dem Altar. Und verehrt zunächst die dort neben ihm stehende Muttergottesstatue.
Das Fest Peter und Paul, das feiern wir ja. Das ist nicht der Todestag, den wir feiern. Das wäre ja das Übliche bei Heiligen, sondern die Verlegung der Reliquien. Es ist die Feier zwei sehr verschiedener und doch sehr grundlegender Säulen unserer Kirche, unseres Glaubens. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Es folgt als nächstes die Vorstellung, sozusagen die Bitte um die Segnung. Und das wird Kardinal Raffaele Martino tun, der Kardinal Protodiakon. Es fällt in seine Aufgaben. Jetzt die Bitte um den Segen vorzutragen. Beatissime Padre, Reverendissimi Patres Archiepiscopi, Santitati Vestre et Apostolische. Heiliger Vater, die hochverehrten Erzbischöfe bitten Sie in Treue und Verehrung für Sie und den Heiligen Stuhl, Ihnen das Pallium aufzulegen, das vom Grab des heiligen Petrus genommen wurde, als Zeichen für die Autorität, welche der Metropolit in Gemeinschaft mit der römischen Kirche in seiner Kirchenprovinz ausübt. Iure instruitur a santitate vestra sibi metispsis tradatur. Pallia, quibus santitas vestra odie benedixit. Die Pallien, die von eurer Heiligkeit gesegnet werden, werden von den päpstlichen Vertretern jedem der Metropolitan-Erzbischöfe, die im vergangenen Jahr ernannt wurden, in ihren jeweiligen Kathedralen übergeben. Die hier anwesenden Erzbischöfe werden nun einen Treueeid vor ihrer Heiligkeit leisten, wie es die Formel vorsieht. Und genau das wird passieren. Jetzt werden sie einen Eid leisten. Ego Joseph William Tobin, Archiepiscopus Novocensis, Beato Pietro Apostolo, Sancte Apostoliche Romani Ecclesie, Activi Sumo Pontifici, Tuisque Legitimis Successoribus, Sempre Fidelis Ero et Obediens, Ita Medeus Omnipotens Adiuvet. Treue und Gehorsam zu Petrus und seinen Nachfolgern, das ist die Essenz dieses Treueversprechens. Vorgetragen für alle hat es Kardinal Tobin von New York, direkt neben New York. Deus, Pastor eterne animarum, quies ovium. Gott, ewiger Hirte der Seelen, die du durch deinen Sohn, dem heiligen Apostel Petrus und seinen Nachfolgern zu weiden anvertraut hast, gieße die Gnade deines Segens über diese Pallien aus, die du gewählt hast als Symbol deiner Hirtensorge. Nimm gnädig unsere Bitten an und gewähre denen, die durch deinen Willen diese Kleidungsstücke tragen, zu verstehen, dass sie Hirten deiner Herde sind und sich in ihren Handlungen dieses namenswürdig erweisen. Mögen sie das Joch des Evangeliums auf sich nehmen und auf ihre Schulter tragen. Und mögen sie es leicht finden, so sie andere durch ihr Beispiel und ihre Treue zu deinen Geboten leiten. In loco pasque tue perpetuo collocari mereatur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
das Segensgebet über die Pallien. Es folgt nun das Kyrie. Das Gloria. Oremos.
Deus quius ie venerando Sanctam Laetitiam in Apostolorum Petri. Herr unser Gott, am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus haben wir uns in Freude versammelt. Hilf deiner Kirche, in allem der Weisung deiner Boten zu folgen, durch die sie den Glauben und das Leben in Christus empfangen hat, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Per omnia saecula saeculorum. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting certain members of the... Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Passiafest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus mit 2 Ketten gefesselt zwischen 2 Soldaten. Vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein, und ein helles Licht strahlte in den Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, schnell, steh auf, und da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm, gürte dich und zieh deine Sandalen an. Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Dann ging er hinaus, und Petrus folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihm vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und auf einmal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erhofft hat. Now I know it is all true, he said. The Lord really did send his angel and has saved me from Herod, and from all that the Jewish people were so certain would happen to me. Verbum Domini. Psalm 34. Ich will den Herrn alle Zeit preisen, immer sei mein Lob in meinem Mund. Mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode, io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome, o
cercato il Signore mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida, il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Die zweite Lesung ist aus dem zweiten Timotheusbrief. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien. Mein Sohn, ich werde nunmehr geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Heiden sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich retten und in sein himmlisches Reich führen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. Wir hören aus dem Matthäusevangelium, aus dem 16. Kapitel. In illo tempore venit Jesus in partes Caesarea Philippi. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Respondens Simon Petrus dixit. Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Ligaveris super terram erit ligatum in celis, et quodcunque solveris super terram erit solutum in celis. Verbum Domini. Der Verlesung des, nach dem Singen des Evangeliums, wird das Evangeliar nun zum Papst gebracht, denn damit die Gemeinde, die Feiernden, der mit uns segnet. Papst Franziskus wird nun zum heiligen Hochfest predigen.
La liturgia di oggi ci offre tre parole essenziali per la vita della Die heutige Liturgie legt uns drei Worte vor, die wesentlich für das Leben des Apostels sind. Bekenntnis, Verfolgung und Gebet. Das Bekenntnis ist das des Petrus im Evangelium, als die Frage des Herrn vom Allgemeinen ins Besondere geht. In der Tat fragt Jesus zunächst, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Bei dieser Umfrage ergibt sich von vielen Seiten, dass das Volk Jesus als Prophet ansieht. Und so stellt der Meister an die Jünger die wirklich entscheidende Frage: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet nur Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Bekenntnis. In Jesus den erwarteten Messias sehen, den lebendigen Gott und den Herrn des ewigen Lebens, des eigenen Lebens, pardon. Diese grundlegende Frage richtet Jesus heute an uns alle, aber besonders an uns Hirten. Das ist die entscheidende Frage, vor der keine Höflichkeitsantwort bestehen kann, weil das Leben auf dem Spiel steht. Eine lebenswichtige Frage erfordert eine Antwort fürs Leben. Denn es nützt wenig, die Glaubensartikel zu kennen, wenn man nicht Jesus, den Herrn, im eigenen Leben bekennt. Oggi egli ci guarda negli occhi e chiede: Chi sono io per te? Er schaut uns heute in die Augen und fragt: Wer bin ich für dich? Als würde er sagen: Bin ich noch der Herr deines Lebens, die Ausrichtung deines Herzens, der Grund deiner Hoffnung, dein unerschütterliches Vertrauen? Mit dem heiligen Petrus erneuern auch wir heute unsere Lebensentscheidung als Jünger und Apostel. Gehen wir erneut von der ersten zur zweiten Frage über, um die Seinen nicht nur mit Worten zu sein, sondern mit Taten und im Leben. Fragen wir uns, ob wir Wohnzimmerchristen sind, die darüber schwatzen, wie die Dinge in der Kirche und in der Welt laufen, oder ob wir Apostel auf dem Weg sind, die Jesus mit dem Leben bekennen, weil sie ihn im Herzen haben. Wer Jesus bekennt, weiß, dass er nicht bloß gehalten ist, Meinungen abzugeben, sondern das Leben hinzugeben. Er weiß, dass er nicht auf laue Weise glauben kann, sondern gerufen ist, aus Liebe zu brennen. Er weiß, dass er im Leben nicht auf dem Wohlbefinden dahintreiben und es sich gut gehen lassen kann. Er muss vielmehr das Risiko eingehen, auf die hohe See hinauszufahren, indem er sich jeden Tag neu selbst hingibt. Wer Jesus bekennt, macht es wie Petrus und Paulus. Er folgt ihm bis zum Ende, nicht nur bis zu einem bestimmten Punkt, sondern bis zum Äußersten. Er folgt ihm auf der Straße des Herrn, nicht auf unseren Straßen. Seine Straße ist der Weg des neuen Lebens, der Freude und der Auferstehung, der aber auch über das Kreuz und die Verfolgung geht. Ecco la seconda parola, persecuzioni. Damit sind wir beim zweiten Wort, den Verfolgungen. Nicht nur Petrus und Paulus haben ihr Blut für Christus vergossen, sondern die gesamte Urgemeinde wurde verfolgt, wie uns die Apostelgeschichte berichtet hat. Auch heute werden in verschiedenen Teilen der Welt, zuweilen in einem Klima des Schweigens, nicht selten eines mitschuldigen Schweigens,
viele Christen ausgegrenzt, verleumdet, diskriminiert, zum Ziel von mitunter tödlichen Gewaltakten. Nicht selten fehlen die nötigen Bemühungen jener, die dafür sorgen könnten, dass ihre legitimen Rechte geachtet werden. Vorrei sottolineare soprattutto quanto l'Apostolo Paolo afferma prima di essere, come lui scrive. Ich möchte jedoch vor allem hervorheben, was der Apostel Paulus zum Ausdruck gebracht hat, bevor er, wie er schreibt, geopfert wurde. Für ihn war Christus das Leben, und zwar als der Gekreuzigte, der sich für ihn hingegeben hat. So ist Paulus als treuer Schüler dem Meister gefolgt, indem er auch sein Leben hingegeben hat. Christus gibt es nicht ohne das Kreuz. Und ohne das Kreuz gibt es auch keine Christen. Denn es ist der christlichen Tugend eigen, nicht nur Gutes zu tun, sondern auch Böses zu ertragen, wie bei Jesus. Das Böse ertragen heißt nicht nur Geduld zu haben mit den und mit der Gebung weiterzumachen. Ertragen bedeutet, Jesus nachzuahmen, bedeutet, die Last zu tragen, sie für ihn und für die anderen auf den Schultern zu tragen. Das heißt, das Kreuz anzunehmen und vertrauensvoll weiterzugehen, weil wir nicht allein sind. Der gekreuzigte und auferstandene Herr ist mit uns. So können wir mit Paulus sagen, von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Ertragen heißt, mit Jesus siegen zu können, nämlich in der Weise Jesu, nicht in der Weise der Welt. Deshalb sieht sich Paulus als Sieger. Wir haben es gehört, der einen Kranz erhält. Er schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Sein guter Kampf war allein auf ein Leben für Christus ausgerichtet. Leben nicht für sich selbst, sondern für Jesus und für die anderen. Er hat im Lauf gelebt. Er schonte sich nicht, ja vielmehr verzehrte er sich. Eines habe er bewahrt, so sagt er. Nicht die Gesundheit, sondern den Glauben, also das Bekenntnis zu Christus. Aus Liebe zu ihm hat er die Prüfungen durchlebt, die Demütigungen und die Leiden, die nie zu suchen, sondern anzunehmen sind. Und so im Geheimnis der aus Liebe dargebrachten Schmerzen, in diesem Geheimnis, das so viele verfolgte, arme und kranke Brüder und Schwestern auch heute verkörpert, erstrahlt die heilbringende Kraft des Kreuzes Jesu. Das dritte Wort ist das Gebet. Das Leben des Apostels, das aus dem Bekenntnis entspringt und in die Hingabe mündet, strömt jeden Tag weiter im Gebet. Das Gebet ist das unerträgliche Wasser, welches die Hoffnung nährt und das Vertrauen wachsen lässt. Das Gebet schenkt uns die Erfahrung, dass wir geliebt sind und erlaubt uns zu lieben. Es lässt uns in den dunklen Augenblicken weitergehen, weil es ein Licht Gottes anzündet. In der Kirche ist es das Gebet, das uns alle trägt und die Prüfungen meistern lässt. Das sehen wir schon in der ersten Lesung. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht, die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. Eine Kirche, die betet, wird vom Herrn behütet und schreitet in seiner Begleitung voran. Beten bedeutet, ihm den Weg anzuvertrauen, auf dass er sich um ihn kümmert.
Das Gebet ist die Kraft, die uns vereint und aufrichtet. Das Heilmittel gegen die Isolierung und die Selbstgenügsamkeit, die zum geistlichen Tod führen. Denn wenn man nicht betet, betet der Geist des Lebens nicht. Ohne das Gebet öffnen sich nicht die inneren Verliese, in denen wir gefangen sind. I santi apostoli ci ottengano un cuore come il loro. Die heiligen Apostel mögen uns helfen, ein Herz wie das ihre zu erhalten, das von der Mühe und dem Frieden des Gebets geprägt ist. Von einer Mühe, weil es bittet, anklopft, sich fürbittend einsetzt und die Kraft der Anliegen vieler Menschen und Situationen trägt. Aber zugleich von seinem Frieden, weil der Heilige Geist Trost und Kraft gibt, wenn man betet. Wie braucht die Kirche so dringend Meister des Gebets? Aber zuallererst betende Männer und Frauen, die wirklich im Gebet leben. Der Herr greift ein, wenn wir beten. Er erweist sich treu gegenüber der Liebe, die wir ihm bekannt haben. Und er ist uns nahe in den Prüfungen. Er hat den Weg der Apostel begleitet und wird auch euch, liebe Kardinäle, begleiten, die hier in der Liebe der Apostel versammelt seid, die ihren Glauben mit dem Blut bekannt haben. Er wird auch euch nahe sein, liebe Erzbischöfe, die ihr durch die Auflegung des Palliums bestärkt werdet, für die Herde zu leben und dabei den guten Hirten nachzuahmen, der euch erhält, der Eier euch auf den Schultern trägt. Dieser Herr, der sehnlich danach verlangt, seine Herde ganz zu vereinen, segne und beschütze auch die Delegation des ökumenischen Patriarchats und den geliebten Bruder Bartholomäus, der sie hierher geschickt hat zum Zeichen der apostolischen Gemeinschaft. In seiner Predigt hat Papst Franziskus wesentliche Merkmale des Evangeliums aufgegriffen und davon gesprochen, wie Paulus, Petrus zu ihrem Bekenntnis, zu ihrem Glauben gestanden sind und das als Frage an uns gerichtet. Wie halte ich es heute mit ihm? Ist Jesus heute noch Herr unseres Lebens? Bin ich Jesus Herz, Ausrichtung deines Herzens, Grund deiner Hoffnung? Das sind Fragen, die wir uns stellen sollen, angesichts dessen, was wir gehört haben, angesichts des Evangeliums. Setzen wir unser Vertrauen auch heute noch auf Jesus? Und die Frage nach dem Gebet. Gott handelt im Gebet. Dort drückt sich aus der Glaube, der sich an Gott wendet. Das Credo.
Schwestern und Brüder, in der Gemeinde des einigen Glaubens, den die Apostel Petrus und Paulus durch ihr Blut bezeugt haben, erheben wir unser Gebet zu Gott, unserem Vater. Oremus pro sumo pontifice, novis cardinalibus, et novi archepiscopis metropolitis. Für den Papst, die neuen Kardinäle und die neuen Erzbischöfe. De Saint Pierre et Paul leur obtiennent une foi ferme, une espérance sûre et la charité apostolique. Oremus pro legislatoribus et publicis moderatoribus. Für die Regierenden. 愿圣伯多禄和圣保禄看顾立法者与执政者，扶助他们勇于坚持真理，谦卑承认自身的渺小。 Oremus pro evangelizatoribus et missionaris. Für alle in der Mission und Verkündigung tätigen. São Paulo, reanimem o seu zelo, o sustentem na adversidade e tornem eficaz o seu anúncio do evangelho. Oremus pro populis bello vexatis. Für die vom Krieg heimgesuchten Völker. Mode heliga Petrus och Paulus, åt oss utverka den sanna fredens gåva och leda människorna till broderligt samförstånd i sökandet av vägar till försoning.
nos pro afflictis et dolentibus. Für die Leidenden. Santi Pietro e Paolo ascoltino il loro grido, lo presentino al Signore risorto e mostrino a tutti la meta della vita eterna. Das Blut der Märtyrer steige auf zu dir, o Vater, als Ruf der Liebe und rufe das Heil, das Jesus für uns durch sein Opfer erwirkt hat, auf uns Menschen herab. Lobt den Herrn in seinen Taten. Das Lied zur Gabenbereitung. Vom Tölzer Knabenchor gesungen. Das lässt wohl noch etwas auf sich warten. Derweil bringen wie üblich Familien die Gaben zum Altar. Familien, die die Weltkirche sozusagen repräsentieren. Beziehungsweise sie bringen die Gaben zunächst zum Papst. Der sozusagen symbolisch entgegennimmt, bevor sie dann zum Altar gebracht werden.
Der Tölzer Knabenchor, ein lutherischer Chor, mit dem Lied zur Gabenbereitung, der lutherische ökumenische Beitrag bei dieser Eucharistie. Ostia Domine, qua nomini tuo exhibemus sacrandam apostolica prosequatur oratio. Nosque tibi redat in sacrificium. Herr und Gott, in Gemeinschaft mit den Aposteln Petrus und Paulus bitten wir dich, heilige unsere Gaben und lass uns mit Bereitschaft und Hingabe das Opfer deines Sohnes feiern. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gracias agamos, Domino Deo nostro. Verdigno e giusto in este cune salutare nostivi sempre tubico e grazie sacere, Domine Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, che a nos, beati apostoli Petrus et Paulus, tua disposizione letificant, in principes fidei confitende, ile intelligente clarus acerte. Is reliquis Israel instituens ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium vocandarum. Sic diverso concilio unam Christi familiam congregantes, per mundo venerabile una corona sociabit. Et idio, cum sanctis et angelis universis, te collaudamus sine fine dicentes. Teigitur, clementissima Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis, petibi offerimus, per Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere dignaeres in toto orbe terrarum, una cum me indigno famulo tuo, quen ecclesiae tue prese voluisti, et omnibus orthodoxis a tue catholice fideis cattoribus. Memento Domine famulorum famulorumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio. Pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt, hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redenzione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibi qui reddunt vota sua, eterno Deo, vivo et vero.
comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef eiusdens Virginis Ponsi, et beatorum apostolorum martyrum truorum, Petri et Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnibus santorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur ausilio. Ancigitur oblationem servitutis nostre, sedecunte familiae tue quae sumus Domine, ut placatus accipias. Diesque nostros in tua pace disponas, alquam aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iuvia cede numerari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesum, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabile, quae face digne, ut nobis corpus et sanguis, fiat dilectissimi fili tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pride quam pater etur accepim panem in santas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, a te, Deum Patrem Suum omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicet discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simil modo, posquam cenatum est, accipiens et tum preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus tuas. Itent tibi gratias agens, benedixit, dedicque discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in mea commemoratione. Mysterium fidei. Mortem tuum annunciamus Domine, et tuum resurrectionem confirmemus. Domine, venia. Unde et memoris Domine, non servi tui, sed plebs tua sancta, eiusdem Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passione, nec non et ab inferi resurrectione, sed et in celos gloriosae ascensione, offerimus preclare maiestati tua, de tuis donis sagratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae, te calicem saluti perpetui. Supraque, papitio accede in obulto, respice de viniere.
Qui ti accetta avere, sì, qui ti accetta avere, pignato se, munera pueri tuias, et sacrificium patriarche nostro, et potivi optuli, sumo sacerdos tu, Melchizedek, santum sacrificium immaculatum. Supplices te rogamos, omnipotens Deus, iube ec perferri per manus anti angeli tui, in altare, in conspectu divine maiestati tui, ut quod ex sac altaris participatione, sacrosantum fili tui corpus et sanguine sub se, omni benedizione celesti, e grazia repliamus. Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine, et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Novis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum, sperantibus. Parte maliquam et societate in donare vigneris, con tui santis apostolis et martiribus, con Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimatur meriti, sed venie, quesumus lergire admite, per Christum nostrum. Per cui nec omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et per estas nobis. Est ibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Das Vater unser. Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati. Audemus dicere. Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tuae adiuti et a peccatos simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatans fem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem meam do vobis,
pacem relinquo vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fiden ecclesiae tue. E anque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vives e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Und diesen Frieden, den der Papst soeben gewünscht hat, den darf auch ich Ihnen weiter wünschen. Der Friede unseres Herrn sei mit Ihnen. Ein ganz besonderer Friedensgruß des Papstes geht auch an die Vertreter des ökumenischen Patriarchen, des Ehrenoberhaupts der Orthodoxie, die dieses Hochfest hier in Rom mitfeiern. Ecce qui tollis peccata mundi, beati che accenen agni vocati su. Und so beginnt nun die Kommunionfeier. Petrus sagte zu Jesus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus erwiderte ihm, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. So lautet der Kommunionvers zur Messe an diesem Hochfest. Die vielen Priester und Diakone haben sich bereits auf dem Petersplatz verteilt, um dort jetzt die Kommunion auszuteilen. Während wir das Ave Verum Corpus als Antiphon zur Kommunion hören.
Liebe ist, da ist Gott. Ubi Caritas est vera Deus ibi est. Thank you.
Das war Ubi Caritas Est, Vera Deus Ibi Est, gesungen von St. John, the Evangelist Church Choir, Columbia, Maryland, aus den USA. Wir haben also zwei Gastchöre heute, Tölzer Knabenchor, ein lutherischer Chor und aus den USA ein Chor, die zum weltkirchlichen, zur weltkirchlichen Dimension dieser Messfeier beitragen. Und ich sagte schon, die Tölzer als lutherische Chor auch zur ökumenischen Dimension. Die orthodoxe Kirche ist mit einer Delegation vertreten, so wie es Tradition ist, zum Patronatsfest Delegationen zu schicken. Und die Tölzer Knaben sind mit ihrer Musik hier zur Messfeier gekommen. So langsam geht die Kommunionfeier auch ihrem Ende entgegen. Hier auf dem Petersplatz, was nicht sehr angenehm ist, im Augenblick sehr drückend schwül. Aber damit mehr Menschen teilnehmen können, hat Papst Franziskus entschieden, anders als ursprünglich geplant, nicht in der Petersbasilika, sondern auf dem Platz zu feiern. Denn immerhin sind es ja die Stadtpatrone Roms und die Patrone seines Erzbistums Rom. In seiner Predigt hat er auch nochmal über Verfolgung gesprochen oder darüber, dass Christen ihres Glaubens wegen verfolgt werden oder misshandelt oder auch nur gering geschätzt und ignoriert. Verschiedene Formen gibt es ja da. Die Tugend, die christliche, bestünde jetzt aber nicht nur darin, das zu ertragen oder das vielleicht sogar, ich ergänze einmal, so eine Plakette zu machen und sich umzuhängen, sondern Christus darin zu erkennen, das Kreuz darin zu erkennen. So der Papst in seiner Predigt. Es gibt kein Christentum ohne Kreuz, genauso wenig wie es Christus selbst ohne Kreuz gibt. Rimaniamo alcuni santi. Diese drei Worte, die er begann, mit denen er begonnen hat, seine Predigt heute: bekennen und ertragen und Gebet. Guardemo silenzio durante unos instantes en oración. Die Ankündigung noch einmal eines Augenblicks der Reflexion, um vielleicht noch die Worte der Lesungen, die Worte des Papstes und das empfangene Geheimnis des Sakramentes in sich nachklingen zu lassen. Denn all das braucht ja ein wenig innerlichen Raum. Um im Gebet, in den Gedanken Wirkung zu entfalten, bevor diese Messfeier dann ihrem Ende entgegengehen wird. Bekenntnis, Verfolgung und Gebet, die drei Begriffe, unter die Papst Franziskus seine Gedanken zum Hochfest Peter und Paul gestellt hat. Drei Begriffe, die auch uns gestellt werden heute. Oremus. Herr, unser Gott, du hast uns durch das heilige Sakrament gestärkt. Gib, dass wir im Brot brechen und in der Lehre der Apostel verharren und in deiner Liebe ein Herz und eine Seele werden. Amen.
Es folgt nun der Segen. Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Benedicat vos omnipotens Deus, qui beati Petri confessione vos saluverrima stabilivit et per eam in ecclesia solititate fidei fundavit. Amen. Et cos beati Pauli istruivit in defesa predicatione, eum semper exemplo doceat Christo fratres glorificare. Amen. Ut Petrus clave, Paulus verbo, ob intercessione suter, in illam patriam nostrum certem introducere, ad quam meruerunt ille, alter cruce, alter gladio, feliciter pervenire. Amen. Et benedictio Dei omnipotenti, Patris, et Fili, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper. Amen. Ite, zum Abschluss noch die Marianische Antiphon. Zu der sich der Papst zur Marienstatue begibt. Mit dem Mariengruß, nicht wie üblich bei Messen auf dem Petersplatz mit dem Angelusgebet. Mit dem Mariengruß endet nun diese heilige Messfeier zum Hochfest. Und gesungen wird noch einmal das Tu es Petrus. Zu Ehren des Apostels Petrus, der hier unter der Petersbasilika sein Grab hat. Papst Franziskus hat zum Hochfest Peter und Paul hier auf dem Petersplatz die heilige Messe gefeiert. Er hat die Pallien für 36 Erzbischöfe gesegnet, die im vergangenen Jahr ernannt worden waren. Und er hat die Messe gefeiert mit den 5 Kardinälen, die er gestern kreiert hat, wie das heißt. Einer der Höhepunkte im päpstlichen Jahr, die Feier der beiden Patrone des Erzbistums Rom, die aber mehr sind als Patrone für Rom, sondern durch den Schlüssel und durch das Wort, wie der Papst gesagt hat, durch die Schlüssel Petri und das Wort des Paulus, Säulen für die gesamte Kirche geworden sind, zwei sehr verschiedene und auch nicht wegzudenkende Gründe unserer gesamten Kirche. Und zum Abschluss bekommen nun die Bischöfe ihre Pallien.
überreicht. Umlegen werden sie sie allerdings erst in ihren Heimatbistümern. In der Kathedrale, so ist es vorgesehen, wird ein päpstlicher Beauftragter das dann übernehmen, sodass die Ortskirche, die eigene Kirche mitfeiern kann. Wie gesagt, 36 sind es, die im letzten Jahr ernannt wurden. An erster Stelle auf der Liste ist ein etwas ungewöhnlicher Fall. Joseph William Tobin, Erzbischof von Newark. Der ist nämlich schon Kardinal und bekommt jetzt erst sein Pallium bei Kardinal Wölki war es ja ähnlich. Der wurde schnell Kardinal und bekam dann erst ein Pallium überreicht. Erzbischöfe, wenn sie von einem Erzbistum zu einem anderen versetzt werden, bekommen dann noch einmal neu das Pallium. Das ist eher selten der Fall, aber bei Tobin ist es der Fall. Und das letzte Mal war, glaube ich, Kardinal Scola. Das ist auch schon einige Jahre her. Es ist das Zeichen der Verbundenheit mit der römischen Kirche und der Autorität eines Erzbischofs, der ja unter den Bischöfen seiner Kirchenprovinz eine gewisse Autorität hat. Vor allen Dingen eine juristische. Und deswegen ist der Eid und die Vorstellung auch so halb religiös, halb juristisch. Das ist eine sehr katholische Kombination. Die Dinge gehören zusammen. Treue und Gehorsam und die Autorität innerhalb einer Kirchenprovinz. Und damit ist sozusagen dann die Ernennung zum Erzbischof auch dann sozusagen liturgisch vollständig mit Überreichung jetzt und dem Überlegen des Pallium, das sie ja eh nur in ihrer Kirchenprovinz tragen dürfen, zu Hause. Deutsche, Österreicher, Schweizer sind in diesem Jahr nicht dabei. Aber sonst kommen sie, die 36, wie es ja auch nicht anders zu erwarten ist, dass der ganzen Welt, Vietnam, Indien, Mexiko, Brasilien, Albanien, Kuba, Sudan, Polen, Polynesien, Algerien, die Philippinen, Bangladesch, Kenia, die USA hatte ich schon erwähnt, Chile, Argentinien. Da ist also die ganze Welt vertreten, Tschad, Frankreich und natürlich, aber erstaunlich wenige, aus Italien. Es werden noch einige kurze Worte immer gewechselt. Es lässt sich kaum jemand entgehen, noch ein paar Worte dem Papst zu sagen. Des Dankes oder des Grußes. So häufig sieht man den Papst als Ortsbischof ja nicht. Alle 6 Jahre beim Ad Limina-Besuch oder wenn es irgendwas Besonderes gibt. Bei einer Generalaudienz eher kurz. Da ist es schon mal angebracht, dann an dem Augenblick ein Wort des Dankes dennoch zu sagen. Thank you.
das ist dann auch der Schlussakt. Um 12 Uhr gibt es auf dem Petersplatz noch das Angelusgebet. Aber anders als sonst, wenn der Papst auf dem Petersplatz Messe feiert, ist das Angelusgebet ja sozusagen in den Schlusssegen integriert. Das ist heute anders, was unter anderem auch daran liegt, dass die Messe ja verlegt wurde. Die sollte eigentlich in St. Peter stattfinden. Und Papst Franziskus hat entschieden, sie nach draußen zu verlegen. Und wir hören noch einmal zum John the Evangelist Parish Choir aus den USA. Und während wir diesem Chor zuhören und die letzten Erzbischöfe sehen, wie sie zum Papst treten, darf ich mich schon einmal von Ihnen verabschieden. Von all denjenigen, die uns über unsere Partnersender zugeschaltet sind, Radio Gloria, Bonifatius TV, Radio Horeb, Radio Maria, EWTN TV und KTV. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Und natürlich auch diejenigen, die uns direkt über Radio Vatikan zugeschaltet sind und mitgefeiert haben. Ich darf Ihnen noch ein gesegnetes Fest, Peter und Paul, wünschen. Und alles Gute. Mein Name ist Pater Bernd Hagenkort und es war mir eine Freude, Sie durch diese Messfeier mit dem Papst begleiten zu dürfen. Und während nun der Papst zum Abschluss der Feier noch im Halbrund der Erzbischöfe des vergangenen Jahres ein Gruppenfoto macht, neben Kardinal Tobin stehend, wünsche ich Ihnen noch alles Gute. Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan.
Sai che siamo passati su? Thank you.
Speriamo. Vamos a Panama. Ci vediamo però. Salimos a la bicicleta con él. Felicidades. Aquí en México.